Da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Lara at the Movies. In dem Film 12 Dogs. So kommt es mir hier fast vor. Aber wir sind nicht in dem Film 12 Dogs. Nein, wir sind in dem Level 12 Monkeys. Auch wenn hier Hunde rumlaufen und keine Affen. So. Das schießen wir gerade mal ein und nehmen einen gelben Sicherheitsstecker mit. Und wie ihr vielleicht merkt, renne ich hier ganz schön durch das Level durch. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil ich gestern das ganze Level schon mal fertig gespielt habe. Ja, ich habe das Level fertig gespielt. Und muss leider alles nochmal neu aufnehmen, weil mein Mikrofon irgendwie gesponnen hat. Man mich kaum verstanden hat und es ganz laut gerauscht hat. Deswegen kann ich diese Folgen leider wegwerfen und nehme es nochmal für euch auf. Naja gut, vielleicht kennt ihr das Problem sogar noch. Das war nämlich bei Tomb Raider Quest of Gold auch schon mal so. In den Korea-Levels. Wo wir draußen in dem Level waren mit diesem... Ja, mit diesem Bach und diesem kleinen Teich, der da war und den Affen, die da rumgelaufen sind. Da hatten wir das doch auch schon mal, dass das Mikrofon so gezischt hat. Und das hatte ich jetzt in diesen Aufnahmen sehr extrem. Und dadurch hat man meine Stimme gar nicht mehr richtig gehört. Und ja, jetzt habe ich einen Autoschlüssel dazwischen geklemmt, zwischen die Buchse und meinen Schreibtisch, dass das ein bisschen Spannung kriegt, das Ganze. Und jetzt rauscht es nicht mehr. So ist das, wenn die Technik versagt. Naja, gut. Jetzt nehmen wir nochmal das hier mit. Das ist ein Kristall. Und das ist lang nicht alles, was wir in diesem Level finden. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir brauchen 2 gelbe Sicherheitsstecker. 4 blaue Sicherheitsstecker, 3 Schlüssel und 4 von diesen Kristallen. Das ist richtig viel, hört sich auf jeden Fall viel an, aber es findet sich auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Also wenn ihr schon mal überlegt, einen gelben Sicherheitsstecker, einen Schlüssel und einen Kristall haben wir ja schon und der Rest, der findet sich dann auch ziemlich schnell. Gut. Dann speichern wir das Ganze doch schon mal ab und sehen mal zu, wie wir hier durch das Level kommen. Wird auf jeden Fall diesmal nicht so verpeilt sein wie vielleicht sonst, wenn ich mich nicht auskenne. Kein Blind Let's Play, sondern diesmal kann ich euch so richtig zeigen, fast wie in so einem Walkthrough, was hier zu tun ist. Das ist doch auch mal ganz schön, dass ich mich mal auskenne und euch mal ein bisschen was von dem Level zeigen kann. So, also wieder über den Zaun hier drüber. Und jetzt können wir unser Leben wieder voll aufladen. Das hat auch immer so seinen Vorteil. Und dann schauen wir doch mal, was wir jetzt hier alles bewerkstelligen können. Bei den ganzen Monkeys, die hier rumlaufen. Ich glaube, hier unten war doch auch noch was, oder? Erinnere ich mich da jetzt falsch? Lag hier nicht irgendwas? Anscheinend erinnere ich mich falsch. Okay. Im Wasser war ja auch nichts, ne? Ich glaube nicht. Das heißt, wir können jetzt gleich auf die andere Seite. Und das geht über so einen Bananensprung. Und dieses Level hat leider sehr, sehr viele von diesen ätzenden Bananensprüngen. Beziehungsweise man muss die sehr oft tun. Finde ich ja ziemlich ätzend. Vor allem, weil ich es jetzt alles geschafft habe endlich und es nochmal machen muss. Aber so ist das im Leben. Hier, diese Bananensprünge meine ich. Und die müssen wir leider jetzt sehr, sehr oft tun. Aber ich glaube, das hängt mit dem Levelnamen 12 Monkeys zusammen. Weil Affen und Bananen, das ist doch wie Yin und Yang. Das gehört einfach zusammen. Das war jetzt so meine Herleitung zu dem Ganzen. Bananensprünge in einem Monkey-Level. Ist ja irgendwie passend. So. Jetzt speichern wir hier einmal, machen einen Bananensprung, der klappt ja jetzt ganz gut. Habt ihr ja auch die letzten Folgen ziemlich geübt, muss ich sagen, weil ich die wirklich oft gebraucht habe. Das werdet ihr schon noch sehen. Ohne Bananensprünge geht nämlich in diesem Level gar nichts. Und die gibt es eigentlich in den Original Tomb Raider Teilen ziemlich selten, dass diese Bananensprünge dazu beitragen, weiterzukommen.
aber in den Custom Levels finden die wirklich sehr, sehr oft Anwendung. Und das war kein guter Sprung. Weil meistens denke ich mir, ist der Bananensprung jetzt so gedacht? Soll man das so machen oder haben wir jetzt irgendwie abgekürzt? Das ist immer so ein bisschen, was in meinem Kopf mitschwebt, wenn ich so Bananensprünge mache. Ob das letztendlich vom Levelbauer so gewollt war oder ob das jetzt meine Abkürzung ist. Das ist immer ein bisschen schwierig, das abzuschätzen, finde ich. Aber in diesem Level weiß ich jetzt, dass die Bananensprünge Pflicht sind und es so gedacht ist. Wieso will ich da eigentlich drauf? Muss ich ja gar nicht, weil wir müssen ins Wasser. Weil wir hier das letzte Mal was übersehen haben. Hier drin ist ja der Revolver. Den hatten wir das letzte Mal schon gefunden. Ich musste das nochmal neu spielen, weil ich die Speicherstände überspeichert hatte. So ist das. Aber hier haben wir was übersehen, und zwar einen gelben Sicherheitsstecker. Da war ich wohl ein bisschen blind. Und das hier finde ich eigentlich ganz witzig, weil ich diese Tür, und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie man die aufkriegt, das ist nämlich bestimmt zum Einschießen. Aber das Witzige ist, ich habe das Level durchgespielt und habe diesen Hebel nicht gebraucht. Das finde ich ja ganz interessant. Der öffnet vielleicht so diese Abkürzung hier unten drunter durch oder so. Das würde es auf jeden Fall entspannter machen. Probieren wir gleich mal aus. Holen wir uns erst das Laserzielgerät. Ich meine, wir haben es zwar schon, aber der Vollständigkeit halber tun wir das mal. So, einmal einschießen. Und laden. Weil hier brauchen wir schon wieder einen Kurvensprung. So. Ist zwar total unnötig, dass wir das mitnehmen, weil wir haben es schon. Ist sogar schon kombiniert. Jetzt haben wir halt zwei davon, aber man sieht es nirgendwo. Naja, und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob man das vielleicht sogar einschießen kann. Also notwendig, um das Level abzuschließen, ist es auf jeden Fall nicht, habe ich gemerkt. Aber vielleicht hilft es uns hier ein bisschen abzukürzen. Sonst wird das hier wahrscheinlich auch gar nicht liegen. So, das geht tatsächlich. Dann haben wir doch diese Frage auch geklärt. Also einmal Hebel ziehen. Und der macht bestimmt die Unterwasserverbindung auf. Bin ich jetzt mal gespannt. Jawohl. Das macht es natürlich viel einfacher, weil ich mich das letzte Mal... Oh, hier ist sogar noch ein Hebel. Ach, der macht das Tor hier drüben auf. Das ist die Verbindung. Na, klasse. Das erklärt natürlich einiges. Ich habe nämlich die letzten Folgen, die ich leider löschen musste, ich zeige euch das jetzt mal, da bin ich an einem Sprung verzweifelt. Ich habe geflucht. Ich habe diesen Sprung gehasst, weil es so schwer war. Und den hätte man total umgehen können mit diesem Unterwassertauchgang, den ich aber nicht öffnen konnte, weil ich nicht wusste, dass man das einschießen muss. Ich habe nämlich wirklich sehr, sehr viele Versuche gebraucht, über eine halbe Folge sogar, und das mehrfach, hier rüber zu kommen, weil Lara sich da nicht festkrallt. Jetzt haben wir natürlich hier die Unterwasserverbindung und dann müssen wir diesen ätzenden Sprung nicht mehr machen. Das ist sehr, sehr, sehr gut, weil wir müssen diesen Sprung mindestens zweimal machen und das ist richtig ätzend. Also gehen wir lieber außen rum, machen lieber so Bananensprünge, bevor wir uns nochmal an diesem ätzenden Sprung versuchen. Ich bin sehr erleichtert, dass ich ihn nicht mehr tun muss. Sehr erleichtert. Gut, dann machen wir hier nochmal Bananensprünge im Affenlevel, weil es ja so passend ist. Aber ihr seht, die sind total mittlerweile geübt, die Sprünge, weil ich die echt oft gemacht habe. Ist alles Übungssache. So, und jetzt müssen wir... Ja, hier drauf springen. Das geht, das weiß ich, jetzt klappt es nämlich auch. Dass wir bloß nicht diesen Sprung aus dem Wasser machen müssen. Sondern wir springen hier einmal außen rum. Dann sind wir nämlich schon hier drauf.
Die Treppe bringt uns nichts, da kommen wir von drüben leider nicht rüber. Und können jetzt hier oben den ersten Sicherheitsstecker einsetzen. Das finde ich gut. Also hoch mit uns. Und no. Das war natürlich jetzt schlecht. Wo haben wir gespeichert? Ach so, kein Problem. Alles gut. Zum Glück habe ich mal wieder im Unterbewusstsein abgespeichert. Das ist immer sehr beruhigend. Diesmal machen wir das mal mit mehr Ruhe. Weil in der Ruhe liegt die Kraft. Und hier kommt jetzt der Sicherheitsstecker rein. So, jetzt haben wir etwas gemacht, was wir alle über alles lieben, und zwar ein Seil ausgelöst. Aber das ist hier gar nicht so schlimm. Also hier brauchen wir keine Angst vor dem Seil haben. Das ist wirklich nicht schlimm. Nur jetzt ist die Frage, gehen wir erst zum Schalter oder erst oben rum? Ich glaube, es macht Sinn, erst oben hin zu schwingen. So. Ich hoffe, naja, das reicht von der Höhe nicht. Machen wir es nochmal. Wir müssen nämlich auch an das Seil springen und nicht dran speichern, weil sonst Lara nicht richtig Anlauf nimmt. Das habe ich jetzt auch gelernt das letzte Mal. Da kann es nämlich Bugs auslösen, wenn man am Seil speichert. Und das war vielleicht schon immer unser Fehler, dass wir am Seil abgespeichert haben. Ja, den Anlauf habe ich jetzt, glaube ich, verpasst. Aber wir probieren mal, ob wir jetzt noch höher kommen. Nee. Wir müssen gleich den ersten Anlauf richtig machen. Dann klappt es nämlich. Oh Gott, ich sehe schon Seilproblem. Wie ich es hasse. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie mich die Seile aggressiv machen in letzter Zeit. Ich meine, das geht ja jetzt hier wirklich, aber was wir schon an Seilen erlebt haben, das ist echt nicht zum Aushalten. Nee, da fehlt irgendwie ein Stück. Irgendwie kriege ich den Schwung am Anfang nicht hin. Also ich will lieber doch nicht den Tag vorm Abend loben. Das Seil ist genauso ätzend, wahrscheinlich, wie alle anderen auch. Und das letzte Mal hatte ich wahrscheinlich nur Glück, dass es so schnell ging. Wir müssen nämlich zweimal ans Seil und das ist das Schlimme. Ich habe jetzt doch am Seil gespeichert, vielleicht klappt's ja. Ich weiß nicht, mit dem Schwingen, das klappt bei mir immer nicht so gut. Die kriegt da einfach keinen Zug drauf. Wenn ihr wisst, was ich mit den Seilen immer falsch mache, da wäre ich euch wirklich super, super dankbar, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreibt. Weil ich da echt immer wieder ein absolutes Problem mit habe. Immer wieder. Das ist die Höhe, die kriege ich irgendwie nicht hin. Seht ihr das? Also sie hängt manchmal wie so ein nasser Sack da und kriegt keinen Schwung dahinter. Das hat, glaube ich, auch nichts mit dem am Seil speichern zu tun. Irgendwie habe ich da eine falsche Technik. Und ich komme halt ab einem bestimmten Punkt auch einfach nicht mehr höher. Oder? Nee, wir kommen nicht höher. Och Leute, nicht schon wieder Seilproblem. Wir schwingen jetzt erstmal da rein. Das ist egal, weil da kommt man leichter rein. Ich will mir meine Nerven nicht jetzt schon kaputt machen. Nicht jetzt. So, das war schon mal gut. Also können wir den schon mal ziehen. So, der öffnet eine Tür. Die zeige ich euch auch. Jetzt müssen wir aber nochmal das mit dem Seil machen. Wir tauchen hier unten durch, weil der Sprung hier oben drüber, der ist so ätzend. Den mache ich nicht nochmal freiwillig. Genauso wie ich unfreiwillig Seile schwinge. Aber man kommt leider nicht so drumrum. Es ist immer wieder dasselbe Problem. Mit diesen Seilen. Eigentlich ein Wunder, dass das bei den letzten Aufnahmen so gut geklappt hat. Nur leider wart ihr nicht dabei. Beziehungsweise leider kann ich es euch nicht zeigen, weil ich die Folgen schon gelöscht habe. Ist eigentlich ein Wunder, dass das so gut geklappt hat. Also jetzt nochmal. Die geübten Bananensprünge.
die mittlerweile gut sitzen. Ups, jetzt hat's nicht geklappt. Ja, man darf die Klappe nicht zu weit aufmachen. Aber ich finde, diese Bananensprünge sind halt auch schwierig. Also, die brauchen auch viel Übung. Weil man die ziemlich gut abpassen muss. Und wie ihr seht, klappen sie gerade nicht so gut. Wahrscheinlich wieder Vorführeffekt. Der war besser. Und am besten immer speichern dazwischen. Immer speichern. Das ist das A und O. So, das hat geklappt. Und hier rum. So. Dann wieder auf den Block. Jawohl. Und wieder mal ein Bananensprung. Wie das in diesem Level so üblich ist. Ja, und da würde ich sagen, ärgern wir uns an dem Seil in der nächsten Folge rum. Da kann ich nämlich jetzt aufhören und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Seil wieder. Also, bis dann. Nein, noch nicht. Da will ich jetzt noch hinspringen. Das machen wir jetzt noch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Seil wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.